Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Let's Play Schatz der Azteken mit Quabi als Co-Kommentator. Hallo. Ich muss dazu sagen, ich habe es noch nicht angespielt. Es ist blind, ich kenn's nicht, du kennst es auch nicht, oder? Doch, ich kenn's nicht. So, eines Tages beflügelte eine sensationelle Entdeckung die Fantasie der Archäologen und Gelehrten. Im Museum für Geschichte fand man verborgen in einer Statue eine uralte Karte. Die Karte beschrieb geheime Orte, an denen uralte Artefakte aufbewahrt wurden. Getrieben von Neugier und Wissensdurst machst du dich auf den Weg in diese uralte Relikte zu finden. In die uralten Relikte wäre auch gut. Okay, dann fangen wir mal an. Die Schatzkarten auf der Schatzkarte sehen aus wie kleine Hotdogs. Ziehe die waagrechten und senkrechten Reihen mit Objekten von links nach rechts. Nach links, rechts, oben oder unten. Interessant. Um Kette von drei oder mehr gleichen Objekten zu bilden. Wenn du eine Kette auf allen Feldern mit Steinplatten gebildet. Okay. Typisches Spielprinzip kennt jeder. Das macht aber alles irgendwie storymäßig keinen Sinn. Ist doch egal. Ich meine, ihr sucht einen Schatz und dann musst du ein paar Ringe rumdudeln. Na klar. Ist doch egal. Hauptsache ich dudel. Oder nicht? Nicht. Oder nicht. Warum zeigt er mir die jetzt an? So. Hey. Vielleicht hast du irgendwas falsch gemacht oder anders als er es wollte. Nö. 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 Es war gar nicht schlecht. Es läuft noch ganz gut, ja. Sagen wir mal so. Ist jetzt gut? Nein. Ich denke nicht. So. Ist ja auch noch das erste Level. Ja, Brandon vom Brustforce sind. Ja, Mann. Okay. Du hast ein seltsames Ding aus purem Gold gefunden. Es sieht aus wie der Teil von etwas Größerem. Ja, okay. Affenschlampe. Yay. Beste Kombo 9, beste Reihe 8. Wir haben fürs erste Level gebraucht 45 Sekunden. Tja, war lang genug. Ist doch schlecht. Magische Runen und Boni. Klicke auf Kaufen, um meine erste Rune zu kaufen. Und wenn ich nicht will. Ist die Rune, die ich habe, oder nicht? Kaufe die Rune der Dualität. Mit ihr kannst du zwei beliebige Objekte vertauschen. Will ich gar nicht. Will noch nichts kaufen. Okay. Was vertauschen wir? Vertauschen wir das random. Okay. Schwing. Ein glänzendes Ding. Yay, ich habe die erste Münze bekommen. Wow. Und was gut, wir haben's. Nee, das wäre blöd, das zu verschieben. Man muss verschieben. Oh, da ist so ein komisches Ding wieder. So Dragon, das Spiel ist sau interessant. Total, du musst zugeben. Ja, ich weiß. Ich find's ja genauso spannend. Guck mal, ist doch so ein zweites Doodle-Ding. Ja, ich hab's eben gesehen und die will ich auch haben. Ja, ich bin so psycho und will das haben. Und ich bin gerade verwirrt. Ups, eins zu weit gezogen. Was das? Mach's einfach mal kaputt. Achtung, wenn du mehr oder sechs oder mehr Steine kombinierst, erhältst du einen wertvollen Bonus. Achtung, auf einen beliebigen Ort. Ja, Bonus aktiviert. Was verschieben wir jetzt? Verschieben wir die Reihe. Bonus. Ja. Gut. Jetzt bräuchten wir aber noch das letzte Ding weg. Machen wir das jetzt am blödsten. Hier gibt's keine Käfer, oder? Nee. Gibt's welches letzte Ding? Das hier. Wir müssen alles, was auf Steinplatten ist, wegkriegen. Warum will der das?
weiß nicht. Damit wir das Level geschafft haben. Ach so. Mann, oh, jetzt müsstest du das Nachttisch nicht nehmen. Egal. Es wird wirklich eine Nachttischlampe. Was ist das? Einsamkeit. Sie löscht ein beliebiges Objekt. Nein, danke. So, nächstes Level. Oh, wir müssen einmal aufräumen. Was? Die Energie des kleinen Götzen fühlt sich viel schneller, je mehr Objekte vom Spielbrett entfernt werden. Gedingst. Dieser Götz. Irgendwelche Joni wahrscheinlich. Da oben ist ein Blinkekäfer! Ein Skarabäus. Ein Blinkekäfer. Ein Skarabäus. Ja. Erstmal Kopfhörer. Ja, erstmal destruktives Verhalten. Ganz lebenswichtig. So. Bist du müde? So kommt man das auf. Je nachdem, wie du es auslegst. Hey, das ist das spannendste Spiel der Welt. Das ist das spannendste Spiel, was ich hier gespielt habe. Dann hätte ich dir sogar recht gegeben. Das ist genauso spannend wie die Sims. Ja, aber komischerweise wird die Sims ganz, ganz toll aufgeguckt. Also für meine Verhältnisse. Tja. Was ich total merkwürdig finde, weil Felsen erscheinen zufällig auf dem Spielbrett. Sie können nur begrenzt bewegt werden. Die armen Felsen. Immer sind sie in der Minderheit. Das ist voll diskriminierend. Ja. Wir diskriminieren Felsen. Hol dir das grüne Blinke-Ding. Grünes Blinke-Ding. Okay. Ich krieg das grüne Blinke-Ding jetzt nicht. Aber erstmal kaputt. Kaputt machen ist immer gut. Jetzt krieg ich auch das grüne Blinke-Ding. Ja, weil du es kaputt gemacht hast. Jetzt bekommst du wieder ein Kaputtmach-Dings. Den Kaputtmach-Knopf. Jetzt ist da ja noch eins. So. Und was dann? Felsen kaputt. Ja, du hast den Felsen kaputt gedingst. Und? Ich finde das toll. 15 FPS. 13, ja. Aber es läuft flüssig, also. Gut gemacht, du hast das erste Artefakt vollständig. Yay! Ich will trotzdem yes! Ein spezieller Eintrag auf der Karte führt dich zu einem großen Tor im Urwald. Es sieht aus wie der Eingang zu einer geheimen Höhle. Du bist von den Zeichnungen einer uralten Zivilisation fasziniert und machst dich auf den Weg, diese Höhle zu erkunden. So, warum damit sehen wir dieses Tor drauf. Was? Ich hab jetzt gar nicht gelesen. Hast du irgendwas gelesen eben? Nee. Ich weiß, ich hab grad gar nicht. Ah, okay. Verstehe. Wirklich? Ja. Hör auf. Das macht doch gar nichts. So. Ja, 1000 Punkte. 1000 Punkte für dieses Rätsel. Du hast ein Artefakt mit dem Abbild des. Was? Heidnischen Gottes für Wohlstand und Reichtum eingesammelt. Heidnischen Gottes, okay. Alte eingeborenen Stämme, die in der Nähe der Berge wohnten, in denen viel Gold zu finden war, verehrten diesen Gott. Okay, jetzt sieht man schon, wie viele es gibt. Artefakte, die wir sammeln müssen. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 würde ich behaupten. Und dann öffnet sich das. Ich sehe es durch die Verpixelung nicht. So doll, ich habe nur die vier außen gesehen. Okay. Nicht die hier scheinen auch noch vier zu sein. Ja, die Höhle können wir schlecht betreten, also gehen wir weiter. Yay. Okay. Das war mein Gott. Rätsel. Warum bewegt sich das Wasser mit dir? Ich habe keine Ahnung, was ist das? Wir müssen sammle die goldene geforderte Anzahl dieser Objekte, um einen Bonus zu bekommen. Federn und Käfer. Federn? Federn. Oder Dinger halt, irgendwelche Dinger.
Irgendwelche Dinge. Dinger und Käfer halt. Das wird das Wort des Let's Plays. Ding. Ding. Die Dingsfarben. Oder Dings. Dinger, alles klar. Dinger. Moment kurz. So, er verlässt uns. Für kurze Zeit. So. In der Zeit können wir schon mal Käfer sammeln. Also, okay, jetzt brauchen wir noch 4 Käferleins. So. Wo? Ich habe jetzt schon, alle Dinger gesammelt und brauche jetzt nur noch 4 Käferleins. Jetzt habe ich alle Käferleins. Jetzt können wir uns um die Hauptaufgabe kümmern. Ich hab dich dabei, falls ich manchmal weiterkomme, dass du auch deine Augen offen hältst. So, nein, halt. Das wollte ich gar nicht. Oder doch? Nein, eigentlich nicht. Nein, ich mach das hier. Ich höre nicht auf die Tipps. Das sieht hässlich aus. Genug Feuerwerk jetzt? Dankeschön. Was ist das? Kaufe die Nuke-Bombe. Sie zerstört viele Objekte in einem größeren Radius. Na dann. Will ich nicht. Oh, neue Platten. Die müssen bestimmt öfter aktiviert werden oder so. Keine Erklärung. Keine Erklärung. Das finde ich gut. Was sage ich? Die müssen öfter aktiviert werden. Okay. Okay, ich bin verwirrt, egal. So, mein Vater war in meinem Zimmer. Deswegen hast du geschwiegen. Jetzt habe ich mein Mikro gemutet. Deswegen hast du geschwiegen. Ihr müsst ja keine Erdbeergespräche mithören, oder doch? Erdbeeren. Ja, ganz wichtiges Thema. Ich weiß ja auch warum. Weil's nein, weißt du nicht. Richtig. Okay. Weil meine Oma sich aufgeregt hat, dass die Erdbeeren alle so komisch sind. Die wir eingepflanzt haben. Okay. Das ist interessant. So, wie viele Dingses hast du schon gesammelt? Dingses. Alle grünen und 2 blaue fehlen noch. Achso, 2 blaue Dingses. 2 blaue Dingses. Die ich jetzt hoffentlich auch irgendwie zusammenkriege, aber die sind hier halt alle gerade so blöde. Oh, beleidige die blauen Dingsies nicht. Doch. Was sind die blauen Dingsies überhaupt? Sieht aus wie irgendwelche Stäbe, wo Smaragd vorne drauf gebämmt wurde. Wäre ich nie drauf gekommen. Hey, du schaffst es, wenn du möchtest. Total, wenn ich wollte. Ja. Jetzt habe ich aber auch alle blauen Dingsies, so. Was haben eigentlich die blinkenden Felder zu bedeuten? Die blinkenden Felder? Ja. Keine Ahnung. Doch, die blinken einfach nur fröhlich vor sich hin. Nö, ich glaube, wenn du das bewegst, dann kannst du was erreichen. Dann kannst du was erreichen. Ja, erreichen. Oh nein, jetzt muss ich irgendwie den Felsen da wegkriegen. Wer ist denn der da jetzt hingekommen? Ich weiß auch nicht. Der ist halt irgendwie random aufgetaucht. Und warum ist dieser eine Stab da weiß gewesen? Oh super. Ich darf die nur begrenzt bewegen. Das hat dir das Tutorial vor ein paar Sekunden auch gesagt. Ja, ich weiß. Da siehst du, wie ich dem Tutorial zuhöre. Du hast kaum noch Zeit, ich will dir keinen Stress machen. Ich weiß nicht, was meine Mutter gerade von mir wollte. Ja, ich habe nicht mehr viel Zeit, jetzt halt die Fresse, Tutorial. Warum Tutorial? Weil Tutorial. Tutorial hat er gar nichts gesagt, ich habe doch gesagt, dass du nur noch wenig Zeit hast. Nein, das stand da eben auch. Achso. So. Ah, da
da ist ja auch noch einer. Sag mir das doch. Ein Brocken, ein Stein oder diese komische Münze? Eine Münze. Nein, nicht eine Münze, ein Feld. Dingens, tut. Ein Blinky-Feld. Ey, ich fail jetzt schon im ersten Level oder was? Ja, das kannst du gut. Das ist episch, ich bin so schlecht in so einem Spiel. Nein, wie ich einfach schlecht bin in solchen Spielen. Das trotzdem mache. Ja, auch noch Let's Play, nicht so. Ey, guck mal, ist das Ding gerade kaputt gegangen? Ja. Alles geht kaputt. Nein, ich meine rechts oben. War es vorher nicht mehr? Bevor du gefehlt hast? Keine Ahnung. Ach so, es wird jetzt wieder mehr. Ah! Jetzt begreife ich's. Ich begreife. Dummer Stein, ey, ganz ehrlich. Ich mag keinen dummen Stein. Weißt du, ich kann ein paar Dateien auf deinem Desktop sehen. Freu dich. Ja. Du kannst Dateien auf meinem Desktop sehen. Einmal. Ja. Bilder, Skype, Open ja. Office, Org 3.3. Macht Spaß, das vorzulesen, ne? Ja, es macht mir Spaß, auf das zu gucken. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich wüsste sogar schon, was du bei Barney sehen musst. Was? Pornotitel 1 bis 200. Ne, keine Ahnung. Ich werde die bei Barney Co. kommentieren. Also so, dass ich den Desktop auch noch sehe. Ich weiß nicht mal, warum du mein Desktop siehst, aber egal. Musst du mit leben. Das stört dich auch nicht. Nö. Ich spiele ja nicht mit Fenstermodus. Ja, aber dein Vollbild nutzt nicht die ganze Auflösung. Ja, weil ich es nicht höher stellen kann. Dann stell halt deine Auflösung runter. Super. Und im Endeffekt vergesse ich es dann eh wieder, die hochzustellen. Ja. Oder ich reg mich auf und frag, wer zur Hölle hat die Auflösung so behindert gemacht. Das machst du! Dann würde ich sogar schon zu meiner Mutter gehen. Hast du die Auflösung verstellt? Nein, das warst du gestern beim Let's Play! Damit quasi dein Desktop nicht sieht, wenn du ein Spiel im Vollbildmodus spielst. Das weiß ich ja nicht mal. Doch, das weiß sie dann. Nein. Ganz sicher nicht. Wenn du drei Felsen in deiner Reihe bekommst, dann splittern die dann auch. Ich weiß es nicht. Aber ich mach meine Ideen weg. Das würde sehr viel Sinn ergeben. Übrigens hast du immer noch nicht unendlich viel Zeit. Ich weiß. Hey, cool. Aber es läuft gerade auch nicht sonderlich gut. Mal wieder. Doch, jetzt schon. Es fehlt mir nämlich wieder nur ein Feld und ich habe mehr Zeit als vorher. Mann. Ja, diesmal ich habe keine Ahnung, was das wird. Kaufen? Da kannst du es kaufen. Ich wollte nichts kaufen. Aber da konntest du was kaufen. Ja, ich konnte was kaufen. Ich wollte nichts kaufen. Gib Geld aus. Weg.